Kitzbühel, inmitten einer herrlichen Berglandschaft. Bekannt für Tourismus, Promis und Aderbeis. Und dann gibt es Gott sei Dank noch andere. Jene nämlich, die ehrenamtlich für in Not geratene Mitmenschen die größten Strapazen auf sich nehmen und oftmals selbst unter großer Lebensgefahr anderen helfen und retten. Die Rede ist von der Bergrettung. Diese lud am 15. Mai zum Jubiläumsfest 100 Jahre Bergrettung Kitzbühel. Hier gab es ein buntes Festprogramm für Jung und Alt aus Nah und Fern. Die Bergrettung Kitzbühel feiert in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum. Florian, wie ist denn die Bergrettung damals entstanden? Der eigentliche Gründer der Bergrettung in Kitzbühel war der Franz Reisch, also der Skipionier, der den Wintersportverein 1902 gegründet hat. Und vermutlich hat er auch schon vor 1910 zumindest eine Meldestelle oder Ähnliches geschaffen, weil an Franz Reisch natürlich dann schnell einmal klar war, dass für diese spezielle Rettungstätigkeit der bodengebundene übliche Dienst nicht mehr ausreicht. Und der hat dann eigentlich die Bergrettung gegründet. Und also schon 1902 soll es also schon eine Meldestelle gegeben haben, 1910, aber dann wurde erstmals wirklich von einer Bergrettung in Kitzbühel gesprochen, ist das richtig? Genau, also das genaue Datum kennen wir selber nicht, weil es gibt eigentlich nicht so etwas wie eine Gründungsurkunde. Das haben wir eigentlich nur aus Recherchen von unserem Langzeitobmann, von Werner Toni, herausgefunden, dass eigentlich das, sage ich mal, spätestmögliche Datum, wo die Bergrettungsortstelle Kitzbühel gegründet worden ist, 1910 ist. Also es könnte ja sein, dass es schon früher war, aber 1910 ist einmal gesichert, dass es schon gegeben hat. Das heißt, ihr seid jetzt mindestens einmal 100 Jahre alt. Was waren denn vor 100 Jahren so die größten Herausforderungen für die Bergrettung? Ich denke mal, das war schon mal der Beginn für eine Rettungsaktion, also die Alarmierung überhaupt. Also dass einmal irgendwer überhaupt davon erfährt, dass wer verletzt ist oder am Berg verletzt ist, ist, glaube ich, schon die größte Herausforderung gewesen. Weil zur damaligen Zeit ohne Handy, ohne Funk, ohne oder kaum mit Telefonen, ist es schon mal schwierig gewesen, dass überhaupt wer vor einem Unfall was mitkriegt. Das ist ja mittlerweile ganz anders. Wenn was passiert, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Ihr habt unzählige Möglichkeiten, auch Verletzte zu orten und so weiter. Was sind die größten Herausforderungen, mit denen ihr heutzutage konfrontiert werdet? Ja, also ich sage, es hat sich insofern bei uns gewandelt, dass wir vor einer Ortsstelle mit großem Einsatzgebiet und viele Einsatzzahlen eigentlich geschrumpft sind, dadurch, dass rundherum Bergrettungen gegründet worden sind und unser Einsatzgebiet kleiner geworden ist und dass natürlich die Skiunfälle jetzt von der Bergbahn übernommen worden sind, also dass das professionell oder hauptamtlich gemacht wird. Jetzt sind unsere Einsatzzahlen ziemlich zurückgegangen und das macht es natürlich auch schwierig, weil so eine gewisse Einsatzroutine oder sowas, das entsteht dann schwer und das ist praktisch alles, jeder Einsatz ist dann neu und man muss sich neu darauf einstellen. Also es wird sich kaum sowas wie bei der Feuerwehr oder bei der Rettung, da gibt es einfach mal eine gewisse Routine, das gibt es bei uns fast nicht. Ja. Das macht es halt schwieriger. Toni, du warst ja 22 ganze Jahre lang Ortsstellleiter bei der Bergrettung in Kitzbühel. Richtig. Und da gibt es eine magische Zahl. 100, 71, 45 und 22. 100 Jahre gibt es einen Kitzbüheler Bergrettungsdienst. 71 Jahre bin ich dabei. 45 Jahre aktiv und davon 22 Jahre als Obmann. Ja, aber wie geht es jetzt das aus, dass du 71 Jahre schon bei der Bergrettung Kitzbühel dabei bist? 1939, da bin ich 15 Jahre alt gewesen. Da habe ich mir jetzt einen Alpenverein gemeldet. Und da hat der Kassier gesagt, möchtest du nicht gleich Bergrettung auch gehen? Nächste Woche fangen wir Kurs an.
ja, ja, gehe ich halt, gell. Und nachher hat der alte Meierviertel, der Seiwaldsepp, der bekannte schwarze Ketten und der Marhofer Peter, die haben die Kurse gemacht. Zweimal die Woche haben wir Seilknoten gelernt und Seiltechnik. Und übers Wochenende sind wir den Steinbruch alle, da unten, unter Scheinfeichten, unter dem Bahnhof und da ist noch in die Praxis gegangen. Gell? Da haben wir noch angeseilt und halt alles Mögliche. Und nachher sind wir oft auf Kurse auch weiter weggekommen und da haben wir halt alle gelernt, bis wir halt fertige Bergrettungsmänner gewesen sind. Aber weißt, die Bergrettung, das ist nicht so ein Verein wie die Schützen und die Trachtler, wo sie so ein schönes Marschieren haben, so ein prächtiges. Bergrettung, das heißt allzeit bereit sein, bei Sturm und Wetter, Tag und bei Nacht, zu jeder Jahreszeit. Und das ist halt eine Aufgabe, weil es gewöhnlich unter Einsatz des eigenen Lebens war. Gell? So ist es halt gewesen. Die Bergrettung Kitzbühel hat nicht nur fleißige Mitglieder, sondern auch den bekanntesten Rettungshund aller Zeiten, den Zerus. Alex, wann ist denn der Zerus so bekannt geworden? Ja, bekannt worden ist eigentlich sein Tag, war der 17. März, wo der Lawinenaufgang war in der Kelchsau, Ballspitze. Da war sein ersten Einsatz überhaupt gehabt hat als junger Hund und natürlich gleich Lebenbergung. Das war sowieso die Krönung gleich beim ersten Einsatz. Also das sind zwei ganz außergewöhnliche Dinge, die da wirklich zusammengefallen sind. Ja genau, weil ich glaube, man hat eine lange Ausbildung, Vorbereitung und man trainiert eigentlich nur auf diesen Tag hin, dass man, wenn man auf die Lawine geht, eigentlich der Hund eine Anzeige macht und findet. Die Hundeführer oft haben meistens eine Totbergung, ist eh klar eigentlich bei den Lawinenabgängen, aber dass der erste Einsatz Lebenbergung ist, das ist sensationell und ich habe einen Mordscouti gehabt, also das war der Wahnsinn. Ich glaube, ein Mordscouti nicht nur für dich, sondern auch für den Zerus selber, oder? Ja, der Zerus selber kriegt das nicht so mit, weil für mich ist ja jede Übung, jeder Einsatz ist eigentlich nur ein Spiel. Gell? Aber das, was mich besonders gefreut hat, ist, dass ich einfach nicht nur ich gefreut habe, ganz gewaltig, sondern es ist so viel von der Lawinenhundestaffel Tirol, also von hintersten Kauner da am Ugrafen von Pitztal und haben alle eigentlich gratuliert zu dieser Lebenbergung, weil einfach das ganze Image auf die Lawinenhundestaffel Tirol und nicht nur auf mich bezogen ist. So ein Erfolg. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie großartig diese Leistung wirklich war. Und damit man das schafft, gibt es eine ganz lange, jahrelange Ausbildung. Wie schaut denn so eine Ausbildung für so einen Lawinenhund aus? Ja, anfangen tut man schon, wenn man sich so einen kleinen Knädel zulegt. Mit 8 Wochen holt man sich ja den nicht. Und dann schaut man eigentlich schon, dass man von einem Züchter aus, der was ein bisschen auch drauf schaut, dass der Hund gesund ist, dass er ein schönes Wesen oder ein ruhiges Wesen, dass er ein bisschen spritzig ist, dass er kann schlafen. Und ja, man fängt eigentlich gleich mal an mit 10 Wochen, mit Sitz, mit der Unterordnung. Das ist nämlich ganz wichtig, weil das Gehorsam und die ganze Sucharbeit, die geht alles eigentlich über die Unterordnung. Also wenn der Hund nicht folgt, dann hat man immer Scherereien. Gell? Und ein Hundeführer ist eigentlich ein bisschen aushängeschüt und da sollte der Hund eigentlich schon folgen. Und dann geht es eigentlich gleich los in die Sucharbeit im Sommer. Man fängt ja meistens im Sommer an, oder wie der Hund halt auf die Welt kommt, Winter oder Sommer. Und dann macht man alle Woche, alle 14 Tage macht man so im Sommer eine Störarbeit, im Winter macht man die Lawinenübungen, macht man so Löcher. Und man ist eigentlich noch jede Woche oder alle 14 Tage ist man voll im Training und schaut, dass man da die Ausbildung macht, die Übungen macht. Und im April ist nachher der erste Kurs für ihn, der dauert eine Woche, der Lawinenhundekurs in Kütei. Und dann muss er die ganze Woche hat er die Ausbildung und da kriegt er noch seine Urkunde, dann ist er ein Hund, ein teilausgebildeter Lawinenhund. Und ein Jahr drauf macht er den B-Kurs, dann ist er ein voll ausgebildeter Lawinenhund. Und bei mir ist es so gewesen, er war ja offiziell erst April fertig geworden.
Und dadurch, dass ich jetzt in Küta im Land Tirol auch im Ausbildungsteam reingeholt worden bin, aber heuer als erstes mehr Gruppen gehabt im Kurs, dann hat das natürlich genau eh passt, der Lebenbergung, der Ausbilder, nicht, das passt halt alles super zusammen. Aber auf jeden Fall habe ich nachher in die Schweiz gedürfen im Jänner eine Woche, einen B-Kurs machen und somit war der Zeros eigentlich im Jänner schon voll fertig mit der Ausbildung. Und ich schon gejammert, weil ich nichts los war, ganz viel, wenn ich jetzt bin und man sieht da die Schweiz gefahren. Und wie es der Teufel haben will, ist er gerade noch ein Techno, ein Lawinen-Einsatz gewesen und das war halt noch gleich ein super Erfolg. Nicht. In der vergangenen Saison? Ja, bei uns im Unterland ist es eigentlich relativ ruhig gewesen. Wir haben ein paar Blindeinsätze gehabt. Das war am Abend am Jochberg einmal die Kelchsau. Und der medienreiche Einsatz, ein Saubanzen da, an Altbach, da wo der Skitourengeher gewesen ist, der wo die Piepsen mitgehabt hat. Und siehst du, ich habe noch zwei, drei gehabt, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau auswendig. Aber es ist eigentlich relativ ruhiger gewesen. Aber es hat sich laufend was gehört. In Achse haben sie jetzt am Schluss noch, so in Tirol hat sich wieder viel und hat auch wieder, durch das, dass wir eigentlich wenig Schnee gehabt haben, relativ wieder viel Lawinentote gehabt. Also es ist sehr heimtückisch, wenn wenig Schnee ist, dann hat man meistens die meisten Toten. Weil eigentlich die meisten dann die Gefahr auch unterschätzen. Ja genau, richtig, weil es ist oft, wenn wenig Schnee ist, man sieht überall die Steine rausschauen und dann denkt man, da schauen eh die Steine raus, da fällt nichts und genau, irgendwo muss der Schnee sein und dann meistens ist da ein Mulden und genau da liegt hin und da ist die Spannung hin und da eskaliert halt noch die Schneedecke nicht. Und da sind wir dann froh, dass ihr zur Stelle seid. Ja genau, das ist natürlich das Nächste. So wie der Ceres und ich, wir sind den ganzen Winter einsatzbereit. Nicht? Jeder Lawinenhundeführer, was ich habe bei uns in der Kläranlage, habe ich mein ganzes Zeug. Ich habe da meinen Pickup-Platz. Wenn der Kitzbühel startet und fliegt zu mir, weil das dauert ein paar Minuten und so, dann sind wir sofort auf der Lawine. Nicht? Das ist ja wirklich nur möglich, wenn man den gerechten Dienstgeber hat. Da muss ich an Herrn Bürgermeister mal danken. Und auch meinen ersten Chef, eigentlich an Herrn Ingenieur Hinterholzer Walter, muss ich ein bisschen Werbung machen. Weil es ist gang das alles nicht. Nicht? Thank you.
Wie viele Leute sind denn bei der Bergrettung in Kitzbühel dabei? Im Moment sind wir 41 Aktive und davon sind 8 Anwärter. Habt ihr schon einmal überschlagen, wie viele Stunden ihr da leistet für die Bergrettung pro Jahr? Also wir schreiben es auf, wir notieren es, aber ich habe es eigentlich, außer für eine Jahreshauptversammlung schreiben wir es nicht zusammen, aber ja, es kommt schon ein bisschen was zusammen. Florian, was ist denn so das Hauptmotiv der Bergrettungsmitglieder? Warum geht man da dazu, warum macht man das? Also ich glaube, es ist irgendwie noch wie früher, dass man halt selber Bergsteiger ist und dass man deshalb auch ein Verständnis dafür hat, dass schnell mal was passieren kann und dass man dann einfach eine Hilfe braucht. Das ist, glaube ich, das. Also eher so Hilfe zur, oder Selbsthilfe sozusagen. Ja. Also man kann sich dann auch selber sicher sein, sollte einem selbst einmal was passieren, dann hat man auch seine Kollegen im Rücken, die da sind und einen bergen können. Genau, das ist sicher auch ein Motiv für viele, dass man sich unterwegs, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist, also wenn man gar keine organisierte Rettung braucht, dass man sich selber auch zu helfen weiß. Das ist sicher auch was, was bei der Bergrettung als Motiv mitspielt, was ja auch sinnvoll ist. Ja. Also eine sehr spannende Tätigkeit. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um bei der Bergrettung mitmachen zu können? Ja, jetzt kann ich besonders großen. Man sollte einfach, also vor allem im Bergsport, in jedem Bereich ein bisschen was kennen. Also man muss nirgends wahnsinnig gut sein, aber es sollte nichts dabei sein, was man gar nicht kann. Also bei uns ist halt sicher Schwerpunkt Winter, also Skifahren. Also wenn bei uns einer kein 6er-7er-Kletterer ist, wird es nicht so tragisch sein, aber einer, der das dritte Mal auf die Ski steht, mit dem werden wir natürlich eher wenig anfangen können. Nun, jetzt haben wir an diesem Tag der offenen Tür heute die Möglichkeit, uns im Bergrettungsheim ein bisschen umzuschauen und uns die ganze Ausrüstung auch anzuschauen. Wenn du diese modernen Sachen da siehst, wie geht es dir da dabei? Ja, also da bin ich glücklich. Gell? Weil wenn du das alles umschaust, habe ich in einem Haus Waldeckung gewohnt, habe ich so einen Kasten gehabt, so einen Blechkasten, der ist an der Garage ausgestanden, die war öffentlich zugänglich und da haben die Bergrettungsmänner, wenn ich nicht da gewesen bin, alle kommen können und rausnehmen. Also damals hat das auf 2 Quadratmeter insgesamt und 50 cm Tiefe Platz gehabt. Gell. Für alle miteinander? Alles miteinander. Und heute haben wir halt ein wunderbares Lager da, einen wunderbaren Schulungsraum, gell? Und da kann sich ja das wirklich entfalten. Und ich muss meinen Nachfolger gratulieren auch zu seiner perfekten Mannschaft. Gell? Er hat jetzt 41 Männer und hat auch sehr viele junge Männer dabei. Und es sind jetzt 8 noch dazugekommen, die noch in Ausbildung sind, sogenannte Aspiranten, aber die werden auch mal fertig werden. Gell? Also ich brauche mir keine Sorge machen um die Bergrettung.